Hier spricht Uhtred von Bebbanburg, aktuell als Vasall von König Alfred von Wessex, herrsche ich über Ländereien dort in Gwent. Und hege natürlich immer noch den Traum, nach Bebbanburg zurückzukehren, aber es ist noch ein Traum, denn in etwas weiterer Ferne ist. Bis dahin muss ich erst mehr Macht aufbauen, mehr Einfluss gewinnen, mehr Truppen hinter mich scharen, die sich dann auch dieser Sache, wenn es soweit ist, anschließen werden. Aber ich bin da äußerst zuversichtlich, dass dies gelingen wird. Das Schicksal steht auf meiner Seite, eindeutig. Sehr schön. Was haben wir hier? Meine Ratsspitzelin Ceres ist besorgt, dass er irgendeine Neuigkeiten zu mir bekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meinen Ratskanzler Birgir. Was? Dann finde sofort heraus, Ceres, wer dahinter steckt. Mord und Totschlag? Das ist die Waffe von feigen Leuten. Das Duell, der direkte Kampf, das ist das Richtige, Freunde. Ha, der Hafen wurde endlich fertig in Caerleon. Sehr gut. Und Nachbarschaftskrieg? Prinz Rodri hat gegen euren Nachbarn Fürst Gwelgen einen Krieg gewonnen. Ach, hier. Waren die nicht mal verbündet? Nein, er ist nur verbündet gewesen mit einem Untertan von Gwynedd. Ha, dieser Herrscher aus Gwynedd erobert hier auch Stück für Stück Land und Gebiete und wird zu einer Bedrohung. Hm. 746 Truppen. Ich meine, mit denen könnten wir fertig werden, solange er hier noch geschwächt ist und keine Truppen hat. Wäre das natürlich die Chance, die walisischen Gebiete etwas weiter für Wessex auszudehnen und uns selbst die Gebiete zu sichern. Wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Ah, uns fehlt noch... Jetzt haben wir den dafür notwendigen Prestige. Dann machen wir das doch. Denn unsere Truppen müssen regelmäßig kämpfen, damit sie geübt sind für den Notfall, falls die Wikinger Wessex angreifen. Einverstanden. Dann soll es so sein. Wir erobern das Gebiet im Westen. Und ich selbst werde natürlich wieder einmal die Truppen anführen. Wir marschieren direkt zur Festung. Der Feind kommt ebenfalls schon mit 750 Truppen. Ah, aber er zieht sich feige zurück. Ah, so ein Feigling. Der Feind hat noch einige Truppen dazu bekommen, aber wir haben immer noch eine größere Zahl und werden sicherlich die feindliche Festung bald erobert haben. Doch er will die Schlacht jetzt. Die Truppen marschieren zu uns. So stellen wir uns an. Schildwallmänner! Bogenschützen! Feuer frei! Und jetzt... Meine Kämpfer, vorwärts, in den Kampf. Ah, Gorbodo konnte Ellis verstümmeln. Gute Arbeit, Gorbodo, mein Freund. Vogt Osrath konnte Sande verstümmeln. Sehr gut, Männer, macht sie nieder. Macht sie nieder. Ah, sehr gut. Die Schlacht ist gewonnen. Fürst Gwenged F. Meurig hat versagt. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir brauchen mehr strenge Organisation in unserem Land. Danach werden wir uns auf die Strategie konzentrieren. So. Die Festung wird belagert.
Wenn die Feinde verstümmelt sind, dann haben sie einige gesundheitliche Nachteile natürlich. Finden wir denn hier zufällig irgendwie verstümmelte Feinde? Ich sehe jetzt niemanden direkt. Dann bekommen sie Narben und ähnliches. So, aber unsere Burg ist in unserer Hand. Sehr gut. Wir üben hier sozusagen schon für Bebbanburg, wenn es eines Tages soweit ist und wir dort angreifen wollen. Sehr schön. Gebt mir die Festung im Namen von König Alfred von Wessex. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So, die Aufgabe wurde erledigt. Kolum, dann darfst du weitergehen. Dorthin, oder? Ja. Herford ist noch am wertvollsten, glaube ich. Wobei, in Carefriard gibt es natürlich schon Getreidehöfe. Was haben wir hier? Ah, das gibt nur ein bisschen Vorteil. 17 Jahre dauert das. Was? Geht das vielleicht hier schneller? 6 Jahre, dankeschön. In Carefriard. Wieso dauert das in Herford so lange, die Kontrolle wieder zu erhöhen? Hm. Na gut. Dann ist das jetzt erstmal so. Was ist eigentlich noch mit diesem letzten Gebiet hier? Fürst Highfight hat keine Verbündeten. Ich denke, wir könnten Wessex bis zur Westküste bringen. Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit. Gleichzeitig sollte ich mit dem König vielleicht die Beziehungen ein wenig verbessern, die ein oder anderen Gespräche mit Alfred führen. Ich denke, dass das durchaus weiß ist. Ach, und wen haben wir denn da? König Ethelred, Ethelredson, ist mit 11 Jahren hier, König geworden. So etwas, so etwas. Ah, und welch tolle, tolle Überraschung. Wir haben scheinbar so einige, Soldaten, die sich unserem Kampf um Bebbanburg anschließen wollen. Das freut mich doch sehr. Einen wunderschönen Abend. Herzlich willkommen in den Hallen von Uhtred von Bebbanburg. Willkommen, willkommen. Bergiberg, Belliberitus, Victorosaurus, Heikiki, Tollpatsch, Belliberitus, Cyberblitzbirne, Mara Anteportas. Ja, wunderbar, wir haben schon von Weitem die großen Kriegskünste der Kriegerin Mara gehört. Eine Dänin, wie ich es bin, die bekannt dafür ist, mit ihrem großen Kampfgeschick ihre Feinde zurückzuschlagen. Wir versuchen hier natürlich unsere Heimat Bebbanburg zurückzubekommen. Für all die Soldaten, die jetzt zu uns kommen und uns sich unserer Sache anschließen wollen, werde ich euch das gerne noch einmal erklären. Ich wurde geboren im Norden von England. Ich wurde geboren in Bebbanburg. Ich wurde auch getauft auf den christlichen Gott von Beorca, einem Mönch und Freund. Doch mein Onkel verriet uns. Er nahm sich Bebbanburg, er nahm es uns weg. Und am Ende wurde ich von Wikingern entführt. Ich wuchs bei Wikingern auf und wurde von ihnen erzogen. Und so lernte ich den Glauben an die wikingischen Götter, an Odin, an Thor. Aber schließlich wurde mein Vater, mein Ziehvater Ragnar, auch von seinesgleichen verraten und ermordet. Und so floh ich in den Süden nach Wessex zu König Alfred. Ich schwor ihm Treue, ich schwor ihm, für ihn zu kämpfen. Gegen die Wikinger, gegen mein eigenes Volk, gegen die Dänen. Dafür wird er mich eines Tages, wenn es soweit ist, nicht zurückhalten und mich unterstützen, um meine angestammte Heimat Bebbanburg zurückzubekommen. Das Schicksal ist alles. Sehr gut. Scheinbar sind auch die ein oder anderen Bauern dabei, die einfach nur ihren Bauernhof bestellen wollen, die so ein bisschen zum Kampf gezwungen werden. Naja, ihr müsst ja nicht alle kämpfen. Wir haben hier auch wunderschönes Gebiet, das ihr nutzen könnt, um hier
Natürlich zu siedeln. Wir haben hier auch schon Getreideäcker, wie ihr seht. Wunderschöne Getreidefelder, die wir hoffentlich eines Tages etwas ausbauen können. Meine Ehefrau hat sich darum gekümmert. Fürstin Mildrith, die gute Mildrith hat dafür gesorgt, dass hier diese Getreideäcker ausgebaut werden. Also sie kümmert sich schon darum. Und nebenbei erzieht sie natürlich auch noch meine wundervollen Kinder Stjora und Utret, der gerade erst geboren wurde. Ja, und jetzt überlegen wir gerade wieder einmal einen Feldzug durchzuführen, um zu plündern, zu brandschatzen und gleichzeitig in der Gunst von Alfred, dem König von Wessex, zu steigern. Denn alles, was wir erobern, das gehört ja dann auch Wessex. Und Alfred hat ja einen Traum. Er will ganz England haben. Und wir sind so ein wenig sein Werkzeug, aber naja, damit habe ich mich abgefunden. Vers und Beliberitus, schön, dass ihr euch beide meinem Gefolge angeschlossen habt. Ah, die südenglischen Weinberge. Sehr gut. Die südenglischen Weinberge, also. Gut, wir wollen einen neuen Kampf beginnen, aber was höre ich da? Ich bekomme die Nachricht von einem Boten. Jarl Ragnar Hastenson von der Bretagne will eine Plünderung von Wessex machen. Verflucht! Ich muss doch da unterstützen. Ich habe dem König Treue geschworen. Ich werde meine Truppen sofort ausheben. Ich werde selbst meine Truppen natürlich anführen. Und ich werde gegen diese plündernden Wikingerhorden marschieren, mit dem Schwert gezogen gegen die Feinde. Aber scheinbar ist das auch gar nicht mehr notwendig. Die Truppen von Alfred haben selbst schon die Feinde zurückgeschlagen und obsiegt. Sehr gut. Damit können unsere Truppen wieder nach Hause zurückkehren. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. So werden wir schauen, was das Schicksal weiteres für uns bereithält. Der Plünderzug würde noch anhalten, aber ich glaube, der Feind, hat keine Truppen mehr übrig. Aus der Bretagne dürfen wir erstmal keine Probleme mehr erwarten. In unseren angestammten Hallen sieht alles relativ gut aus. Falls ihr mich übrigens mal vom Nahen betrachten wollt, so sehe ich aus. Uhtred von Bebbanburg. Gestählt im Kampf, gläubig an die Götter. Ein Däne, der für den katholischen König Alfred von Wessex kämpft. Aber wir selbst, wie erwähnt, wollten ja einen Krieg führen. Das Problem ist, dass unser Prestige, unser Ruhm, unsere Bekanntheit leider nicht mehr so hoch ist, wie ich es mir wünsche. Dementsprechend können wir diesen Krieg gar nicht beginnen. Oder müssten mit den Folgen leiden. Das geht natürlich nicht. Was haben wir denn hier? Ah, es geht um unsere Tochter Stjora, die jetzt 9 Jahre mittlerweile alt ist. Ein gemeiner Dieb wurde zum Tode verurteilt. Ich wollte wissen, was meine Tochter Stjora darüber dachte und erkundigte mich nach ihrer Meinung. Sie brachte Zweifel darüber zum Ausdruck, ob irgendein Gott es wollte, dass ein Reich von derart harten Gesetzen regiert werde. Sie scheint nicht so sehr an die Götter zu glauben. Interessant. Vielleicht könnte ich sie aber auch ein wenig lehren, etwas, nun, maßvoller zu werden. Stjora. Manchmal braucht man harte Gesetze. Aber solche Gesetze sollten auch immer mit Maß angelegt werden. Du solltest nicht über die Stränge schlagen, niemanden foltern und quälen. Aber wenn jemand etwas gestohlen hat, wenn jemand etwas Schlimmes gemacht hat, dann sollte er auch bestraft werden mit dem richtigen Maßstab. Ah, Robert! Unser Ratsverwalter hat uns 55 zusätzliche Goldeinnahmen beschert. Dafür, dass Robert vielleicht nicht angeblich der beste Verwalter ist, den man sich vorstellen kann, ist er doch ein sehr guter, der uns schon regelmäßig Steuereinnahmen gebracht hat. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja, so gibt es leider erstmal jetzt keinen Krieg. So ist das. Aber dafür haben wir Folgendes. Ein Komplott bei Hofe. Was?
Mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir bekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar meine Godin, Wulfrith. Was? Wer würde es wagen, eine Frau im Namen und Dienste der Götter ermorden zu wollen? Ist das etwa jemand von euch, der gerade erst frisch zu uns kam? Einer von den 361 Neuankömmlingen? Ich warne euch. Ich warne vor allem dich. Wenn du es bist, einer von den 361, ich werde dich finden. Und ich werde dich vor eine gerechte Strafe bringen. Finde den Übeltäter, Teris. Finde ihn. Finnen, hab ein Auge darauf. Es kann doch nicht sein, dass hier Mord und Totschlag herrscht. Ich möchte nicht, dass unter meiner Herrschaft in Gwent jemand stirbt. Es muss ein Katholik sein, Uhtred. Ein Katholik? Wer weiß, Finnen, wer weiß. Finde die Wahrheit heraus, so einfach ist das. Finde die Wahrheit. Währenddessen trinke ich einen guten Schluck Met. Sehr gut. Sehr schön. So, wen haben wir denn hier? Mein kleiner Uhtred, mein dreijähriger Sohn. Ich rechne mittlerweile zwar schon damit, dass mein Sohn und Erbe Uhtred viel Schabernack treibt, doch sein Einfallsreichtum hält mich dennoch auf Trab. Wenn es gerade mal kein Streich ist, ist es eine Prügelei, ein verärgerter Tutor oder ein aufgeschlagenes Knie nach einem ausufernden Abenteuer. Ha! Da bin ich aber stolz auf dich, Uhtred. Mit 3 Jahren schon Prügeleien? Das wird ein Sohn, wie ich ihn mir gewünscht habe. Ein Kämpfer! Ein starker Erbe, der eines Tages über die Burg Bebbanburg im Norden herrschen wird. Aber Bebbanburg ist so weit entfernt. Die Feinde haben 4000 Truppen. Mit denen werden wir es noch nicht aufnehmen können. Vielleicht hilft uns ja eines Tages eine Heirat. Wenn ich meine Kinder verheirate und ein starkes Bündnis bekomme. Vielleicht wäre das möglich. Finnen wird ihn finden. Bestimmt. Bestimmt. So. König Alfred von Wessex. Bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Lehnsherr Alfred ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der edelmütigste Mensch, von dem ihr je gehört habt? Nun, ich würde ja gerne sagen Alfred, aber ihr wisst doch, wer vor euch steht. Ha! Uhtred von Bebbanburg ist das natürlich selbst. Das ist doch klar. Was höre ich da? Der Bauernpöbel möchte gegen uns aufbegehren? Schauen wir doch uns mal noch an, ob das wirklich so sein wird. Das schauen wir doch noch mal. Wir haben immer noch keinen Ratsposten und wir brauchen auch immer noch einen Kämpfer, der an unserer Seite kämpft. Was ist denn mit dem hier passiert? Guarnito aus Italien. Der war doch mal ein deutlich besserer Kämpfer. Hohes Alter? Oh Gott, 54 und hohes Alter. Okay, der hier ist schon 47. Der wird auch bald ins hohe Alter kommen. 54. Naja, 7 Jahre Unterschied. 80 Gold, 40 Gold. Naja, komm. Dann nehmen wir eben Walram. Der ist so ein durchschnittlicher Kämpfer. Hauptsache, er wird uns dienen. Und für uns kämpfen. Der Herrscher von Mercia ist 13 Jahre alt und hat schon selbst die Kontrolle. Denn der Vater ist gestorben. Kleinkönig Ethelred starb in der Schlacht. Wir haben ihn getötet. Und sagen wir mal so, das hat sich natürlich sein Sohn Ethelred gemerkt. Der ein bisschen wahnsinniger wurde. Und ein bisschen größenwahnsinniger sich als berufen sieht, selbst ein großer König von England zu werden.
Hier gibt es auch noch einige Erinnerungen. Sein Vater Ethelred wurde in der Schlacht erschlagen am 13. Februar 876. Oh ja. Oh ja. Schauen wir mal, was da noch übrig bleibt. So, wir können uns einen weiteren kriegerischen Vorzug holen. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit. Bellum Justum. Einverstanden. Selbstverständlich. Vielleicht kriegen wir die ein oder andere Nachricht jetzt von Ethelred, König von Mercia, oder Informationen von ihm, oder was in Mercia so passiert in Zukunft. So, aber was wir nochmal überprüfen wollten. Ha, wusste ich's doch. Wir können Krieg führen, meine Freunde. Wir sind stark genug. Unser Einfluss ist gewachsen. Macht euch bereit. Ihr seid hierher gekommen, um mich zu unterstützen. Um für Uhtred von Bebbanburg zu kämpfen, dann ist jetzt eure Gelegenheit. Wir werden den Krieg gegen Diffid, gegen die Waliser im Westen erklären. Marschiert gemeinsam mit mir in die Schlacht. Ich werde euch anführen mit meinem Schwert. Wir werden die Feinde zermalmen. Und so beginnt es. Die Schlacht. Die Schlacht von Penfrow. Gegen Iron. Ja, mit euch an meiner Seite sind wir überlegen. Aber unser Champion, Catwin, wurde von Liabach erschlagen. Catwin ist tot. Kolum wurde von einem feindlichen Soldaten verwundet, verflixt. Verflucht nochmal. Valram konnte Selif verwunden. Sehr gut, Valram. Weiter so. Das war der neue Soldat an unserer Seite. Ausgezeichnet. Unser Ruhm ist jetzt allgemein hin bekannt. Wir sind schon hervorgetan. Jeder kennt mittlerweile die großartigen Taten von Uhtred von Bebbanburg. Die Kämpfe im Namen von König Alfred von Wessex. Welch hoher Blutzoll fürwahr. Das stimmt. Das stimmt. Welch hoher Blutzoll. Ragnar, ich werde niemals mit euch eine Heirat angehen. Ihr habt mich verraten und ich werde das euch niemals verzeihen. Niemals. Aber jetzt erstmal belagern wir hier diese Burg. In einigen Monaten wird sie fallen und auf unserer Seite sein. Sehr gut. Eine Jagd oder Festmäler wären auch mal wieder interessant. Eine persönliche Gottheit könnten wir festlegen. Anhänger von Ulre für die Kriegsführung. Oder aber Anhänger von Thor, die uns auch noch Kampfgeschick bringen. Ja, das machen wir. Die Götter meines Glaubens sind zahlreich und undurchschaubar. Doch ich könnte nicht behaupten, dass mich einer von ihnen besonders begeistert. Wenn ich mich öffentlich der hauptsächlichen Verehrung einer solchen Gottheit verschreibe, würde ich zweifelsohne Gleichgesinnte für mich gewinnen. Welchen Segen mein Schutzpatron auch gewähren mag, wenn mich Asatru umgeben, die so denken wie ich, kann mir dies nur Gesundheit, Glück und Ruhm bringen. Thor, Freund der Menschen. Ich glaube an dich. Unterstütze mich in meinem Verlangen, Bebbanburg zurückzubekommen. Sehr gut. Sehr gut. Mein Sohn ist jetzt erst 4. In 12 Jahren ist er alt genug, um an meiner Seite zu kämpfen. Und vielleicht ist dann der Zeitpunkt gekommen, um gegen den Norden zu marschieren. Meine Tochter Stjora will bestimmt auch kämpfen, aber wir müssen für sie langfristig einen Bündnispartner finden, der uns unterstützen kann. Die Frage ist nur wen. So ist es, Molokan, so ist es. Wie sieht es eigentlich bei Alfred aus? Er hat aktuell nur 2 Kinder. Ethelflaed, die mittlerweile 12 Jahre alt ist. Und durchaus sehr gut aussehend ist. Sie ist schon verlobt. Mit dem Sohn von Prinz Rodri. Wer ist denn der? Aus Gwynedd?
dieser Abschaum. Naja. Wir haben auf jeden Fall unsere Belagerung gewonnen. Sehr gut. Der Krieg ist damit vorbei. An den kläglichen Utrecht. Mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. So sei es. Allerdings haben wir einen Krieg, den Wessex führt, mit Gwynedd zusammen. Oh! Es geht gegen die Wikinger. König Alfred hat insbesondere gesagt, dass ich natürlich hier mitkämpfen soll. Ja, mitkämpfen muss. Ich kenne die Dänen am besten. Na gut. Dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Der Feind hat sehr viele Truppen. 9300. Das wird nicht einfach werden. Die Dänen sind gute Kämpfer. Jorvik, Sudraya. Jarl Ivar der Knochenlose hat fast 4000 Truppen. Mit dabei Jarl Halfdan Weißkleid von Jorvik, auch 4000 Truppen. Und Ragnar hat uns einen letzten Brief geschrieben. Nun dann werdet ihr sterben. Ich freue mich darauf. Wenn du es so willst, kannst du es haben. Mein verlorener Bruder. Und wer ist der letzte hier noch? Häuptling Bugsack. Aus Dänemark. Was genau ist das für ein Krieg? Der Anspruch von Gwynedd auf das Earltum von Mönn. Wo ist Mönn? Das ist die Insel hier. Ha. Nun gut. Wo sind die Truppen von Wessex? Wurden sie schon ausgehoben? Ich glaube nicht. Doch, hier. Hier sind die Truppen. Earl Gamal und Vogt Marilswen führen die beiden Trupps an, während ich die dritte Armee hier anführe, meine eigenen Truppen. Aber wir sind ja alle Vasallen von Alfred. Und so werde ich für ihn kämpfen. In der Hoffnung, dass er mich unterstützt mit Bebbanburg. Gut, dann marschieren wir im schlauesten Fall, denke ich, erstmal mit. Wir marschieren erstmal mit. Hier findet schon eine Schlacht statt. Verflixt! Wie dumm sind denn die Waliser? Sie marschieren einzeln in den Tod, anstatt sich erst mit Wessex zu sammeln. Ach, verfluchte Idioten. Äußerst ungünstig. Wir können uns dieser Armee nicht anschließen. Schade. Wir sind doch Teil dieses Konflikts. Können wir denn da mitkämpfen überhaupt? Da bin ich gerade selbst nicht mal mehr sicher, ob das geht. Ich glaube, ich müsste offiziell meinen Lehnsherr fragen, ob ich Teil des Krieges werden kann. Genau. Wir werden natürlich... Wieso geht das nicht? Ach so, wir können ihn das gar nicht fragen. Wir müssten Gwynedd anbieten, dass wir ihnen helfen im Krieg. Was nicht geht. Ja, verflixt, dann können wir Wessex gar nicht unterstützen, weil es kein Krieg ist, den Wessex angefangen hat, sondern ein Krieg, der Gwynedd angefangen hat. Dann kann ich da gar nicht mitkämpfen. Na, haben die Wikinger denn nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. So, bei diesem Konflikt scheint es eine Nachricht des jungen König Ethelred von Mercia zu geben. Auch wenn ich es natürlich nur gutheißen kann, wenn die Heiden vertrieben werden, wird sich Mercia vorerst im Hintergrund halten. Als das starke Rückgrat des Christentums und Seele Englands, wie wir es seit jeher waren. Gezeichnet König Ethelred. Mercia. Der Abschaum der Welt. Unfassbar. Dieser Ethelred. Ja, es scheint so, als sind wir zur Untätigkeit verdammt und müssen sehen, wie die Truppen von Alfred vermutlich in den Tod marschieren. Außer sie schaffen es hier eventuell, die Insel schnell zu erobern. Das könnte ihnen helfen. Während Gwynedd von den Wikingern überrannt wird. 4000.
Naja. So, Ethelflaed. 13 Jahre ist sie alt. Sie wird von Jahr zu Jahr schöner, muss ich sagen, die gute Ethelflaed. Von Jahr zu Jahr wird sie schöner. Ah, genau in diesem Moment hat meine Frau mir mitgeteilt, dass sie wieder schwanger ist. Ich sollte vielleicht mich eher auf meine Frau konzentrieren. Ein weiterer Sohn vielleicht, der mich im Kampf in den Norden unterstützen wird. Das wäre vielleicht was. Was haben wir hier? Meine Tochter ist Jorra. Da fällt mir ein... Ja... Welchen Ausbildungsschwerpunkt wählen wir denn für sie? Vermutlich macht es schon Sinn. Ja, sie könnte natürlich auch... Aber im Ränkespiel haben wir, glaube ich, niemanden, der sie so gut ausbilden kann. Ah, ich glaube, sie ist für das... Ja, sie ist für die Kriegsführung gut geeignet. Das ist schon in Ordnung. Das passt schon. Na gut. Meine Tochter Stjora hat gerade eine von Robert unterrichtete Lektion beendet zur Verwaltung der Schatzkammer und des Goldes. Stjora scheint sich die Lektion zu Herzen genommen zu haben durch einen gestärkten Sinn für Gerechtigkeit. Sie spricht ständig davon, jeder seine Aufgabe in der Wirtschaft des Reichs hat. Der höchste Fürst genauso wie der niederste Stallbursche. Ah. Stjora scheint in der Hinsicht sehr gerecht zu werden. Ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, das wird sie auf jeden Fall beim Volk beliebt machen. So ist es. So ist es. Und die Wikinger marschieren und auf einmal können wir doch gegen sie kämpfen. Seltsam. Das ging vorher nicht. Wieso geht denn das? Wieso geht das nun? Aber wir können nicht offiziell den Kriegsbeitritt anbieten. Eventuell könnten wir versuchen, diese 1200 hier zu verfolgen. Das probieren wir jetzt mal aus. Vielleicht können wir ein paar Dänen angreifen. Machen wir das mal. Vorwärts, Männer! Lasst uns ein paar Feinde von Wessex vernichten. Sie würden eine Furt verteidigen. Das wäre natürlich mehr als ungünstig. Wenn wir diese Schlacht gewinnen würden, das wäre sehr knapp. Und uns fehlen immer noch Unterstützer. Vielleicht holen wir uns noch Guanito als einen weiteren Kämpfer. Ja... Ich glaube, das ist eine gute Idee. Können wir ihn hier noch holen? In die Schlacht. Oh, das ist wahrlich keine gute Schlacht. Vor allem diese Bondi und Wigmannen sind sehr stark. Und vor allem Häuptling Bugsack ist ein hervorragender Krieger. Ob wir diese Schlacht gewinnen können? Ich weiß es nicht. Schildwall, Männer, macht euch bereit. Wir haben aber mehr Champions als sie. Wir haben mehr Krieger. Allein das wird uns hoffentlich zum Sieg bringen. Ah, und die Truppen von Alfred kommen. Wessex kommt. Aber unser Ritter Kinfin wurde gerade getötet, verflucht. Aber mit den Truppen von Alfred gewinnen wir die Schlacht. Sehr gut, wir können also doch für Alfred und Wessex kämpfen gegen diese dänischen Wikinger. Perfekt. So. Marschieren wir in den Norden. Vielleicht können wir die Truppen von Jorvik angreifen. Ich meine, Jorvik hält nicht mehr Bebbanburg. Jorvik wurde zweigeteilt. Es gibt jetzt wieder Northumbria. Allerdings auch unter dem Wikinger Jarl Gutfried. Und Jorvik unter Jarl Ragnar? Ragnar? Er hat Bebbanburg aufgegeben. Er ist jetzt der Herrscher von Jorvik?
Oder hat er, besser gesagt, Bebbanburg selbst verloren? Ha! Das würde natürlich nur recht sein. Ach nein, ich bin verwirrt. Earl Ragnar. Jetzt bin ich doch verwirrt. Welcher Ragnar ist jetzt der Richtige? Ein Moment. Oh, kann es sein, dass ich die ganze Zeit verwechselt habe, wer eigentlich in Bebbanburg sitzt? Und dass es gar nicht mein Bruder. Dass es gar nicht mein Bruder war? Sondern einfach jemand, der ähnlich ausschaut und ebenfalls Ragnar heißt. Und hinterlistig ist. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Und jetzt bin ich gezwungen, gegen meinen einstigen Bruder und Freund zu kämpfen. Wo das Schicksal einen hinführt. Er führt sogar selbst die Armee. Dort ist er, mein Bruder. Dem ich die ganze Zeit Unrecht getan habe. Es tut mir leid, Ragnar. Aber die Pflicht und die Ehre verlangt es, dass ich jetzt auch gegen dich kämpfe. In dieser Schlacht. An der Seite von König Alfred von Wessex. Besiegen wir die Dänen, besiegen wir die Wikinger. Verzeih mir, Ragnar. Kämpft, Männer! Vorwärts! Vernichtet sie! Vorwärts. Himmel, Morrigan wurde verwundet, verdammt, von Ketten. Aber wir gewinnen die Schlacht eindeutig. Auch Birgir, unser Diplomat, wurde verwundet. Verflucht noch eins. Aber wir gewinnen die Schlacht an der Seite von Alfred. Sehr gut. Sehr gut, die Schlacht ist gewonnen. Aber die Lage in England hat sich deutlich verkompliziert. Unser großes Ziel ist jetzt also Northumbria. Und Jarl Gottfried, sowie dieser andere Earl Ragnar Halfdarsson, das sind unsere Gegner, um Bebbanburg zurückzubekommen. Ja. Es wäre jetzt eine gute Möglichkeit, aber König Alfred hält mich zurück. Er sagt, ich muss an seiner Seite kämpfen gegen die großen Wikinger-Horden. Ich darf noch nicht Bebbanburg erobern. Ich bin gezwungen zu warten. Nun gut, so ist es fürs Erste. Aber ich werde nach Bebbanburg kommen. Mit meinen Kindern zusammen, die es erben werden von mir. Das verspreche ich euch. Denn das Schicksal ist alles.